Transfermarkt TV sagt Dankeschön, danke an euch, denn wir haben die 40.000 Abonnenten-Marke erreicht. Das freut uns wirklich sehr und schön, dass euch unsere Folgen gefallen. Aber wir sind natürlich sehr motiviert, dass diese Abonnentenanzahl noch steigt. Und wir haben mal nachgeschaut, 75% unserer Zuschauer sind noch gar keine Abonnenten. Und das Ganze ist kostenfrei, also es wird uns sehr freuen, wenn noch der ein oder andere in den nächsten Tagen und Wochen dazukommt. Und heute in unserer Sendung schauen wir natürlich auf das Top-Thema, auf Zinedine Zidane, der wieder Trainer ist bei Real Madrid. All das und vieles mehr gibt's heute in unserer Folge. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündoğan lässt seine Zukunft beim englischen Meister Manchester City vorerst offen. Und das, obwohl City-Trainer Pep Guardiola zuletzt den Wunsch geäußert hatte, Gündoğan in Manchester zu halten und den Vertrag des Mittelfeldspielers vorzeitig zu verlängern. Entsprechende Angebote soll Gündoğan nach Informationen britischer Medien bisher abgelehnt haben. Vor dem Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Schalke 04 hat Ilkay Gündoğan über die Vertragsverhandlungen mit Man City gesagt: Es gibt bisher noch keine Entscheidung, sonst hätte ich schon unterschrieben. Wir sind immer noch in Gesprächen, aber es gibt wenig Druck, weil wir noch in allen Wettbewerben vertreten sind. Eines Tages muss es eine Entscheidung geben, aber momentan bin ich hier sehr glücklich. In einer niederländischen TV-Sendung hat Louis van Gaal das Ende seiner Trainerlaufbahn angekündigt. Der 67-Jährige war in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam sowie die europäischen Topclubs FC Barcelona, Bayern München und Manchester United verantwortlich. Zudem betreute er zweimal die Nationalmannschaft der Niederlande. Mit Ajax gewann van Gaal 1995 sowohl die Champions League als auch den Weltpokal. Und er hat gesagt zu seinem Rücktritt: Meine Frau hat auch Anspruch auf ein Leben mit Louis van Gaal, nicht nur die Spieler. Meine Frau hat vor 22 Jahren aufgehört zu arbeiten, um mir ins Ausland zu folgen. Ich habe ihr gesagt, dass ich aufhöre, wenn ich 55 bin. Und jetzt haben wir 12 Jahre später. Der Sporting Club de Portugal hat den ersten Neuzugang für die Spielzeit 19/20 bekannt gegeben. Luis Neto wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Zenit St. Petersburg am 1. Juli zurück in sein Heimatland Portugal. Der 30-jährige Innenverteidiger erhält beim aktuellen Tabellenvierten der Liga NOS einen Vertrag bis 2022. Das war der Trainerhammer am gestrigen Vorabend und unser heutiges Top-Thema. Zinedine Zidane kehrt nach etwa 9 Monaten als Trainer zurück zu Real Madrid. Der 46-jährige Franzose ist also wieder da im Bernabeu und soll so vieles besser machen. Unterschreibt einen Vertrag bis 2022 und er hat gestern bei seiner offiziellen Vorstellung gesagt: Ich will den Club wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Es gibt auch schon erste Reaktionen von unseren Usern und auch da wollen wir mal reinlesen. Unterschiedliche Stimmen, die wir da gehört haben. Sam the Bam schreibt: Sehr gut. Ich nehme an, die Gerichte stimmen, dass er aufgrund von Kaderstrukturdifferenzen im Sommer aufhörte. Intelligent gelöst. Perez wird die Schatullen geöffnet haben und den Mann, den er damals auf eine Serviette kaufte, freie Hand geben. Haben wir aber noch eine weitere Meinung von KS04. Aus meiner Sicht nicht die beste Entscheidung von Zidane. Er wird nach seinen 3 Champions League Triumphen als eine Art Halbgott rund um das Bernabeu verehrt. Er ist zwar sicher auch ein guter Trainer, aber er hatte auch das Glück, dass der Kader auf dem Zenit des Schaffens war. Fakt ist, Zinedine Zidane ist zurück bei Real Madrid und es lohnt sich natürlich an der Stelle mal auf seine bisherigen Verdienste und Titel zu blicken. In seiner ersten Amtszeit bei Real zwischen Januar 2016 und Mai 2018. 149 Pflichtspiele hat er gemacht als Coach für Real und dabei 9 Titel geholt. Das heißt, alle 16,5 Spiele mit Real hat der Mann einen Titel geholt. Und in dieser Saison ist er bereits der 3. Trainer der Königlichen, nachdem das Ganze ja zu Beginn der Saison mit Julen Lopetegui, dem Spanier, überhaupt nicht funktioniert hat. Nur 14 Spiele hat der gemacht als Realtrainer, einen ganz schwachen Punkteschnitt aufzuweisen, 1,43. Da ging die Krise so richtig los. Dann wurde die Situation aus den eigenen Reihen gelöst und Santiago Solari zunächst als Interimstrainer, dann als fixe Lösung installiert. Er hat 32 Spiele mit Real absolviert. Der Punkteschnitt ist gar nicht so schlecht. Der soll dem Verein auch in anderer Funktion erhalten bleiben. Fakt ist aber trotzdem, Santiago Solari hat diesen großen Umbruch und die Entwicklung auch nicht wirklich geschafft. Und dazu kam natürlich dieses desaströse Champions League aus im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam. Fakt ist auch, José Mourinho ist raus
aus dem Rennen um die Nachfolge von Solari. Zidane macht's. Und über Mourinho wurde ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder spekuliert. Er war ja von 2010 bis 2013 schon Trainer von Real Madrid, wird es aber erstmal nicht wieder werden. Wir bleiben bei Zinedine Zidane. Was findet er jetzt für eine Mannschaft vor? Was sind das für Spieler? Und kann er da sofort einen Impact auf die Mannschaft geben, allein mit seiner Präsenz? Wir wollen mal auf die Top 11 gucken, der Spieler, die Zinedine Zidane in seiner ersten Amtszeit bei Real eingesetzt hat. Also wer hat die meisten Spiele unter Zinedine Zidane gemacht? Und wir halten fest, dass quasi die komplette Mannschaft noch da ist, abgesehen von Cristiano Ronaldo, den wir aus dieser Elf mit rausgenommen haben. Im Tor Keylor Navas, in der Viererabwehrkette Marcelo, Varane, Ramos und Carvajal, die allesamt viele, viele Spiele gemacht haben. Das Dreier-Mittelfeld, Kroos, Casemiro und Luka Modric. Sie alle sind noch da, müssen nur wieder in Form gebracht werden. Und vorne haben wir anstelle von CR7 Isco mit reingenommen, der auch 114 Spiele unter Zinedine Zidane gemacht hat. Lucas Vazquez und Karim Benzema. Das ist die 11 der meisten eingesetzten Spieler unter Zinedine Zidane. 14 der 15 meist eingesetzten Spieler sind noch im Verein. Wie gesagt, nur Cristiano Ronaldo nicht mehr da. Es gab ja in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte und Spekulationen um Abgänge wichtiger Spieler bei Real. Zinedine Zidane hat dazu Folgendes gesagt, hat sich eher konzentriert auf die anstehenden Aufgaben. Ich werde nichts damit zu tun haben, was mit dem einen oder anderen passiert. Ich will mit Ihnen zurückkommen, arbeiten und unsere Sache am Samstag gut machen, wenn es dann in der Liga weitergeht für Real Madrid. Das geht sicherlich an die Adresse zum Beispiel von Marcelo, dem Brasilianer, der ja in den letzten Wochen kaum eingesetzt wurde auf der Linksverteidigerposition. Für ihn spielte zumeist der Sergio Reguilón unter Santiago Solari. Tja, Marcelo könnte da wieder ein wichtigerer Faktor werden. Ähnlich sieht die Situation bei Isco auch. Auch der wurde kaum eingesetzt und zählt mit zu den Gesichtern der Krise. Gab auch immer wieder kleine Geschichten, dass seine Fitness nicht absolut top ist. Wird auch eine Aufgabe von Zidane sein, ihn wieder zurück als wichtigen Bestandteil in die Mannschaft zu führen. Tja, und wie könnte es dann in mittelfristiger Zukunft weitergehen mit der Kaderplanung bei Real Madrid? Da wollte Zinedine Zidane so auf die Schnelle noch nicht deutlich werden. Er hat auf jeden Fall mal gesagt, man muss einige Dinge ändern. Das lässt natürlich Raum für Spekulationen. Aber Spieler wie Isco und Marcelo, eben Gesichter der aktuellen Real-Krise, da ist die Chance größer, dass die bei den Königlichen doch noch bleiben. Zidane soll eher gegen eine Rückkehr von James Rodriguez sein, der ja zum FC Bayern München verliehen ist, im Sommer theoretisch zurückkommen könnte. Aber da ist Zidane eher defensiv eingestellt. Und auch ein Neymar-Transfer wird etwas unwahrscheinlicher. Da haben wir ja gestern ein Gerücht thematisiert, dass Real ein 350 Millionen Euro Angebot für Neymar vorbereiten sollte. Auch das aus momentaner Sicht etwas unwahrscheinlicher. Dagegen soll Zinedine Zidane ein großer Fan von Kylian Mbappé sein, der ja ebenfalls bei Paris Saint-Germain spielt. Und er könnte also dann ein ganz großes Thema werden in den nächsten Wochen. Da wird aber sicherlich auch noch einiges weiteres dazukommen. Eden Hazard, ein Dauerthema. Also schauen wir mal, wie sich das dann in den nächsten Tagen entwickelt. Wir wollen natürlich auch von euch wissen, was ist eure Meinung? Erstmal zur Verpflichtung von Zidane. Aber was muss Real Madrid jetzt auch in der Zukunft tun, um wieder zu alter Stärke zurückzukehren? Schreibt uns eure Meinung da gerne in die Kommentare. Das Werben von Borussia Dortmund um Werder Bremens Mittelfeldtalent Maximilian Eggestein wird konkret. So berichtet die Bild-Zeitung, dass die Schwarz-Gelben mittlerweile ein Angebot gemacht haben. Das hat allerdings Eggesteins Berateragentur wiederum dementiert. Die Bremer sollen derweil versuchen, den Juniorennationalspieler mit einer deutlichen Erhöhung seines Gehalts von einer Verlängerung zu überzeugen. Alle Updates und mehr dazu gibt's auf transfermarkt.de. Noch in der letzten Woche hatte sich der deutsche Außenverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo zu einem möglichen Bundesliga-Transfer geäußert. Es sei sein großer Traum, in der Bundesliga zu spielen, so der 24-Jährige. Und Borussia Dortmund soll an ihm interessiert sein, weil dort eben Außenverteidiger gesucht werden. Schauen wir mal auf den Mann, der mittlerweile 6 Millionen Euro wert ist. Linksverteidiger, sein Vertrag bei Atalanta läuft bis 2020. Der ist Stammspieler in der Serie A, hat 26 Spiele absolviert, 3 Tore, 2 Assists. Richtig gut.
Steven Bergwijn wird laut des holländischen Telegraph die PSV Eindhoven zum Saisonende verlassen. Der Vertrag des 21-jährigen Flügelstürmers läuft zwar noch bis 2022, doch halb Europa will ihn haben und Bergwijn will den nächsten Karriereschritt machen. Die Interessentenliste ist prominent. Liverpool, Tottenham, Manchester United, Bayern, BVB und Inter Mailand. Der Scorer könnte zum teuersten Abgang der Vereinsgeschichte werden. Bislang ist das Memphis Depay mit seinem Transfer für 35 Millionen Euro zu Manchester United. Im Rennen um eine Verpflichtung des von den europäischen Topclubs umworbenen Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam zeichnet sich laut spanischen Medien eine Entscheidung zugunsten des FC Barcelona ab. Mehrere spanische Medien berichten, dass sich de Ligt für die Katalanen entschieden haben und 70 Millionen Euro Ablöse kosten soll. Damit würde er zum zweitteuersten Verteidiger der Welt hinter Virgil van Dijk aufsteigen. Und gleich mehrere Vereine sollen Interesse an einer Verpflichtung des serbischen Innenverteidigers Srđan Babic haben. Der 22-Jährige steht noch bis 2021 bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag. Nizza, Monaco, Feyenoord, Celtic und Beşiktaş haben ihn angeblich auf dem Zettel. Die Türken sollen aktuell die Nase vorn haben. Nicht nur Juventus Turin spielt heute im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid, sondern auch der FC Schalke 04 ist im Einsatz, auswärts gegen Manchester City. Schalke reiste ja ohne den verletzten Daniel Caligiuri nach England und auch ohne Amin Harit und Marc Uth. Nach der 2:3 Heimniederlage im Hinspiel sind die Chancen aufs Weiterkommen gegen den Tabellenführer der Premier League sehr gering. Aber Domenico Tedesco, Schalkes Coach, hat gesagt, die kleine Chance, die wir haben, die wollen wir nutzen. Und auf der anderen Seite hat Manchester City seine letzten 9 Pflichtspiele allesamt gewonnen. Das Kollektiv wirkt sehr stabil. Schalke dagegen hat seine letzten 4 Spiele allesamt verloren und dabei Minimum 3 Gegentore kassiert. Also 21 Uhr geht's los, das Ganze im Etihad Stadium in Manchester. Und wenn wir auf den Vereinsvergleich blicken, dann spricht so vieles, wenn nicht gar fast alles, für Manchester City. Was den Marktwert angeht, sind die Unterschiede da sehr deutlich. 1,1 Milliarden Euro der Gesamtmarktwert bei den Sky Blues, demgegenüber knapp 240 Millionen bei Schalke 04. Wie gesagt, das Hinspiel 3:2 an City. De Bruyne auf der einen Seite, der wertvollste Spieler auf der anderen, Nastasic mit 22 Millionen Euro. Und die Bilanz 3:1 zugunsten von Manchester City. Schalke braucht da heute Abend ein kleines Wunder. Pascal Groß hat den vergangenen Bundesligaspieltag für Transfermarkt getippt und er hat mit seinen Tipps 36 Punkte geholt. Wollen wir mal drauf schauen, wie sein Ergebnis ausgefallen ist. Er selbst hat ja nicht gespielt für Brighton & Hove Albion am Wochenende beim Sieg gegen Crystal Palace. Dafür hat er aber hier ganz gut gescored. Er hat das Ergebnis von BVB gegen den VfB Stuttgart exakt vorausgesagt, dieses 3:1. Und außerdem lag er in der Tendenz richtig bei den Siegen von Bayern, Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt. Damit ist das für Pascal Groß Rang 10, ein geteilter Rang 10. Im Experten-Ranking mit seinen 36 Punkten ist er gleichauf mit Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Der Führende weiterhin Armin Younes mit überragenden 62 Punkten. Und das war Transfermarkt TV für heute. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Dann ist mein Kollege Arne Malsch für euch am Start. Und wir blicken zum Abschluss auf Domenico Tedesco und seine Worte in der abschließenden Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel bei Manchester City. Bis die Tage, macht's gut und tschüss. Ja, wir sind heute Morgen aufgestanden und in den Flieger gestiegen, um die kleine Chance, die wir haben, definitiv zu nutzen. Natürlich sind wir Außenseiter, ich glaube, klarer Außenseiter. Aber wir haben eine Chance und dazu brauchen wir wahrscheinlich noch einen besonderen Tag. Aber den wollen wir morgen haben und abliefern.